Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing der Märzbox Look Fantastic. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box ist eine Beauty-Abo-Box, die aus England über Umwege zu uns kommt, wie auch immer. Auf jeden Fall müssen wir keinen Zoll dafür bezahlen, was ich sehr, sehr gut finde. Man bekommt sie ab 15,50 Euro pro Box und pro Monat. Und ich setze euch mal in die Infobox ein paar Informationen dazu rein und dann könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Denn das ist eine Box, die ich jetzt schon seit einiger Zeit selbst im Abo habe. Und ich bin jetzt diesen Monat sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Denn ich muss gestehen, ich habe mir eben schon das Editorial einmal kurz rausgenommen. Denn ich habe mir gedacht, es ist jetzt schon so eine Sonderbox, weil es geht ja um den Weltfrauentag. Und ich wollte ganz gerne wissen, was der Boxenpacker sich beim Boxenpacken quasi gedacht hat. Das mache ich ja ganz gerne und meistens haben wir ein deutsches Heftchen mit dabei und hier haben wir aber leider ein englisches Booklet. Und da habe ich mir tatsächlich eben auch die Mühe gemacht und dieses Editorial einmal übersetzt. Und Leute, ich lese es euch gleich vor, es ist der Wahnsinn. Okay, also we are enough, wir sind genug, darum geht es hier tatsächlich. Und es ist alles wunderschön rosarot gestaltet und der Weltfrauentag ist am 8. März, soweit ich weiß, ne? Und hier steht auch drauf, you are enough, du bist genug. Das ist einfach wichtig, dass man sowas auch mal gesagt bekommt, ne? Ich bekomme das einfach durch andere Boxen auch immer wieder vor Augen geführt, dass man sich gerade als Frau immer mal wieder so ein bisschen klein macht, ne? Und das müssen wir nicht, auf gar keinen Fall, denn allein, dass wir das Geschlecht sind, was die Kinder auf die Welt bringt, ne? Also das ist ja unglaublich, dass wir das überhaupt können, sollten wir uns da schon mal derbe auf die Schulter klopfen. Ne? Aber gut, wir können auch deutlich andere Dinge und sind auch eigentlich eher das starke Geschlecht, um das mal so zu sagen. Hier haben wir nämlich dieses Editorial drin und hier sehen wir auch eine sehr, sehr starke Frau vorne abgebildet. Und ja, hier in diesem Heftchen steht vorne nämlich immer so ein Editorial drin. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, der Tom Roberts, ne, das ist ja dieser junge Mann hier mit der Brille hier oben, ne, der hat ja das Editorial dazu geschrieben. Und das hatte ich erst so überflogen und da habe ich mir gedacht, wow, das geht mir ganz schön nah. Und da habe ich mir auch überlegt, dass es ganz cool wäre, wenn ihr auch erfahren könntet, was da drin steht. Deswegen habe ich mir das gerade einfach mal übersetzt. Ich habe hier Timestamps drin, falls euch das nicht interessiert, sondern nur der Inhalt der Box, wisst ihr Bescheid, ne? So, los geht's. Ermächtigen, inspirieren, ändern. Drei Worte, die die Macht haben, Meinungen zu ändern und neue Generationen inspirieren. Willkommen zur März Limited Edition Box. In diesem Monat geht es um die Ermächtigung einer neuen Generation, sich ihre Weiblichkeit anzueignen und Veränderungen anzuregen. Meine eigene Sauklaue kann ich manchmal auch nicht lesen. Die Welt verändert sich in einer Art, die manchmal unverständlich ist. Das ist tatsächlich gerade echt so wahr wie nie. Tatsächlich, Leute, ne? Das wussten die wahrscheinlich nicht, als sie das Editorial geschrieben haben. Es kann schwierig sein, Schritt zu halten. Aber diesen Monat geht es um so viel mehr als das alles. Es geht darum, sich gegenseitig zu helfen, an der Aufgabe zu wachsen und einer neuen Generation an Denkern und Machern zu helfen. Lass mich hier bei der Beauty Box beginnen. Diese bescheidene kleine Box wird jeden Monat zu deiner Tür geliefert, begleitet von einer Ausgabe The Edit. Das ist das Moped. Um dich über alles rund um Beauty auf dem Laufenden zu halten. Aber es ist so viel mehr als das. Es ist eine Chance für dich, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein, wo man sich gegenseitig hilft, die einzigartigen Qualitäten des anderen anzunehmen und so eine größere, bessere und schönere Welt zum Leben zu schaffen. Und diesen März inspirieren wir diese Veränderung direkt auf der ersten Seite. Lies weiter, um einige inspirierende Geschichten unserer weiblichen Gründerinnen dieser Produkte zu finden, um den wirklichen Grund zu erfahren, warum wir alle hier sind. Und das unglaublich talentierte Beautyboxen-Team, das ist ja mal ihr Eigenlob, ne, gibt uns ihre Interpretation der Ermächtigung. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben eine Partnerschaft mit den unglaublichen Gründern von Breast Cancer Now, um euch hilfreiche Tipps und Warnzeichen für eine der größten Bedrohungen geben zu können. Diese Seiten werden geschrieben, um euch die wohl beeindruckendsten und wichtigsten Themen unserer Zeit aufzuführen. Ich möchte mich bei euch bedanken, Teil dieser Reise mit uns zu sein und hoffe, dass du dieses Magazin genauso genießt wie wir, als wir es gestaltet haben. Tom. Ja, Tom, Mensch, ne? Also, wenn man sich dieses Editorial durchliest, ist es echt ziemlich krass. Also, es hört sich so an, als hätten wir auch irgendwelche ultimativen krassen Produkte hier drin.
Auf jeden Fall scheinen es Firmen zu sein, die quasi Gründerinnen haben, ne? Also wo Frauen an der Spitze stehen, was ich auch gar nicht mal so verkehrt finde. Hier sind auch die Produkte aufgeführt, die sich hier drin befinden. Und hier haben wir dann auch tatsächlich das, wovon er gesprochen hat, Empowerment, Beeswax, also quasi was Bienenwachs in unserer Beauty-Geschichte zu suchen hat. Hier haben wir auch, wie man quasi Brustkrebsvorsorge machen kann, ne? Also ja, sich selber abtasten kann, das ist auch sehr, sehr wichtig. Starskin wurde dann auch nochmal hier thematisiert. Behind-the-Scene Empowerment ist hier auch nochmal aufgeführt. Emma Hardy kann hier was erzählen. Und What Makes You Feel Empowered, also was lässt dich ermächtigt fühlen, wird hier auch nochmal thematisiert. Und da geht es dann wahrscheinlich auch um die, genau, um diejenigen, die dort arbeiten bei Lookfantastic. Being able to help others, also quasi, dass man in der Lage ist, anderen zu helfen. My career empowers me, being young in my industry. I feel empowered when I'm doing my job that I love. Also, dass man quasi seine Karriere machen kann, den Job, den man liebt, ausüben kann und so. Finde ich ganz cool. Und dann ist hier auch noch aufgeführt, was nächsten Monat in der Box drin enthalten sein wird. Hier kommt uns mal wieder eine Marke vor die Füße, die super teuer ist, wo ich einfach nicht drauf klarkomme und einen Wert von 56 Pfund haben soll. Das sind dann ungefähr 60 Euro, ne? Von Avant ein Lippenbalsam, ne? Also alle Avant-Freunde aufgepasst, schaut in der Infobox vorbei. Dort findet ihr auch den Link, falls ihr möchtet, um die Box ein bisschen günstiger zu bekommen. So, Labarababa, das kann ich gut. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier haben wir dann schon mal einen kleinen Gutscheincode. 25% Rabatt bei Lelo with a minimum spend of 100 Euro on the brand at lookfantastic.com. Okay, also wenn du von Lelo 100 Euro ausgibst. Mhm. Das ist natürlich krass. Bis zum 30.04. auch noch. Ich weiß nicht genau, was Lelo sein soll. Wir müssen mal gucken. Das ist ein individueller Code. Ich mache hier mal das Klebevieh auf. Und hier haben wir den Inhalt der Box. Die Lookfantastic Beauty Box hat sich ein bisschen grüner orientiert. Also die haben hier Papier tatsächlich als Füllmaterial und kein beschichtetes Papier mehr oder Plastikpapier oder so. Und wir haben auch dieses Editorial oder dieses The Edit in ja, rauer Oberfläche und nicht in beschichteter Oberfläche. Also ne, es findet bei der einen oder anderen Firma ja auch ein Umdenken statt. Hier haben wir von Starskin etwas drin. Dream Kiss Plumping and Hydrating Biozellulose Lip Mask. Ja, hatte ich auch schon das ein oder andere Mal da, auch aus Adventskalendern und so. Verwende ich auch, finde ich ganz fancy, wenn man so eine Lippenmaske drauf hat. Ich muss aber aus eigener Erfahrung gestehen, ein guter Lippenbalsam tut es auch. Also da brauchst du jetzt nicht unbedingt eine Lippenmaske für, zumal die jetzt ja auch nicht unbedingt günstig ist, ne? Weiß ich nicht. Also vielleicht, wenn man so super, super rissige Lippen hat, gerade wenn jetzt die Sonne wieder rauskommt und man vielleicht vergessen hat, einen Lichtschutzfaktor aufzutragen auf die Lippen, kann das helfen. Aber an und für sich, ja, scheint dann aber eine weibliche Gründerin bei Starskin zu sein, was ich cool finde. Dann haben wir hier das nächste Produkt drin und zwar von Sacha Juan, Stockholm, Styling Cream. Okay, das ist für die Haare, das ist nichts für mich. 125 Milliliter sind hier drin enthalten. Sowas verwendet man dann, wenn man sich zum Beispiel Locken macht oder wenn man die Haare glättet, wahrscheinlich auch, ne? Ich habe meine Haare, wie sie sind. Ich mag meine Haare, wie sie sind. Da kommen keine Locken rein, da kommen kein Glätteisen ran, ne? Sind halt Haare, ja. Und deswegen, ja, wird das weiter wandern leider. Aber, jo, ist halt wahrscheinlich eine Full-Size mit 125 Millilitern. Ist aber schön, wir haben jetzt was fürs Gesicht, wir haben was für die Haare und dann gucken wir mal weiter. Hier haben wir was drin von Wet n Wild und zwar ist das dekorative Kosmetik, wo wir hier so ein bisschen Staub dran haben. Das ist in der Farbe 1440E Sandstorm, ein Lippy. Das ist so ein schöner Nude-Ton, den seht ihr jetzt hier. Ich packe den noch nicht aus, weil der kommt in mein Full-Face-Beauty-Boxen mit rein. Und wenn ich ihn dann ziehe, hier so ein Kussmund drauf, wie auch bei Pat McGrath übrigens, ne, dann werde ich den verwenden. Hier steht jetzt dick und fett matt Mega Last drauf, da muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt mag. Aber mal schauen, ob ich den ziehe, denn in den Märzboxen war schon der ein oder andere Lippenstift drin. Denn so langsam, ne, können wir wieder unsere Kussmünder auspacken. Und ja, muss ich mal schauen. Aber es ist ein dekoratives Kosmetikprodukt, finde ich schön. Und ich wusste nicht, dass Wet n Wild eine weibliche Gründerin hat. Auch interessant zu erfahren. Normalerweise haben wir so 5 Beauty-Produkte in dieser Box drin enthalten. Und hier habe ich jetzt das 4. Genau, wir haben diesmal dann auch wieder 5 drin, ne?
Aespa Natural Beauty Inner Balm Refining Skin Polish and Brightening Exfoliator. Okay, ein Peeling ist das mit 15 Millilitern. Fun Fact, das ist irgendwie nur bis hier gefüllt, ne, wenn ich das gerade so gegen das Licht halte, aber gut, 15 Milliliter halt. Ich persönlich mag nicht ganz so gerne die Düfte von Aespa und ich vertrage es auch nicht ganz so gut auf meiner Haut. Ich hatte schon mal Gesichtscremes da und Masken hatte ich auch schon da. Ich weiß nicht, die sind halt sehr, sehr stark beduftet. Gut, bei einem Peeling, du wäschst die halt direkt wieder ab. Ich persönlich, oh Mann, erst so positiv reden und dann so negativ werden, ne? Ich verwende halt am liebsten Enzympeelings oder sowas oder Säurepeelings, aber halt nicht diese mechanischen Peelings. Und ich würde jetzt einfach mal ganz grob behaupten, dass das hier auch ein mechanisches Peeling ist. Das muss ich mir nochmal durchlesen, weil wenn das ein mechanisches ist, dann wird es weiter wandern. Sollte das ein chemisches Peeling sein, würde ich das gerne mal ausprobieren. Dann wird es aber hier auch irgendwo mit beistehen, ne? Ist immer ein bisschen schwierig, weil hier steht jetzt nicht das Allermeiste drauf. Ja, nee. Ne, muss ich mal gucken. Haut mich jetzt nicht so ganz von der Socken, ist aber von der Theorie her als Produkt in der Box drin gut. Dann habe ich hier ein Produkt von Emma Hardy und zwar ein Brilliance Facial Oil. Das werde ich verwenden. Hier sind 5 Milliliter drin enthalten und jetzt ist es ja noch relativ kalt und wir haben die Heizung auch noch an und ab und an auch den Kamin. Auch wenn es heute 13 Grad warm sind, mega geil, aber abends wird es ja auch immer noch ziemlich kalt. Ne? Da braucht meine Haut halt super viel Feuchtigkeit, gerade im Gesicht und so ist die immer sehr, ja, mein Bauch knurrt, ist die immer sehr eskalativ unterwegs. Deswegen ist das eine ganz gute Geschichte und so ein Öl fürs Gesicht, das ist halt wie so ein Serumersatz für mich. Ne? Also das mache ich nach der Reinigung direkt, nachdem ich den Toner aufgetragen habe auf mein Gesicht, lasse das ein bisschen einziehen und dann kommt meine Augencreme drüber und dann kommt meine Gesichtscreme drüber. Ja, und 5 Milliliter ist natürlich super wenig. Echt nur 5? Ja. Und, ne, wird auf jeden Fall ausgetestet. Dann kann ich euch im Aufgebraucht-Video da mehr zu sagen. Aber jetzt gerade so kann ich das natürlich schlecht. So, das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen gefehlt hätte, wäre ein bisschen was für den Körper. Interessant finde ich, dass alle Marken halt dann wirklich Female Founders sind. Cool finde ich, dass auch in diesem The Edit aufgeführt ist zu dieser ganzen Brustkrebsvorsorge. Und da auch in diesem Editorial nochmal so ein bisschen Herzenswärme übertragen wird, aber ja, also ich finde die Box jetzt nicht so ultimativ, aber irgendwie von der Sinnvolligkeit der Produkte her ganz gut, aber halt nicht für mich unbedingt, ne? Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare rein, da können wir uns gerne mal austauschen und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest oder es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!